der spielt so Tabla, das sind so ganz kleine Trommeln. Und die und er hat so indische Musik gespielt und er hat sogar einen Workshop gegeben, wo er uns Rhythmen beigebracht hat. Zum Beispiel hat er uns beigebracht Taka Demi Taka Giorno Taka Demi Taka Giorno Taka Giorno Tam Taka Giorno Tam Taka Giorno Tam Tate Kina Tom Tate Kina Tom Tate Kina Tom Tate Kina Tom Tate Kina Tom. Die Rhythmen sind zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Dreivierteltakt nehme, sind die Rhythmen nicht so wie der Dreivierteltakt hier, wie Walzer, sondern das ist irgendwie voller. Bei so einem Austausch steht eigentlich eher im Vordergrund das, was man musikalisch erreichen will. Und da gab es einen ganz klaren Fokus bei dem Projekt, nämlich das Festival eigentlich, also ein Konzert zusammen dann zu gestalten. Und auch, wen ich so toll fand, war Maria Mérida, die 85-jährige in Madrid lebende Ereña. Las Folias. Kommt aus El Hierro, ist dort geboren. Maria Mérida hat eine total herzliche, warme Art. Die ist meine Mama de España oder meine Oma aus Spanien, das könnte auch sein. Und also Maria hat was sehr Warmes, was kaum ein anderer hatte. Sie hat so viel Ruhe gehabt, so eine Weisheit. Und wenn sie singt, dann geht der Himmel auf. Manchmal vermisse ich sie so sehr. Ich habe nur sogar davon geträumt, ich würde so sehr sie rufen und total traurig alles. Man hat ein geborgenes Gefühl bei ihr. Wenn man sie singen hört und wenn man sie sprechen hört, hat man so das Gefühl, dass sie sagt, ich bin da. Also man fühlt sich sehr sicher. La folia es el canto que hace inspirar a mi alma. Ella me ha dado la calma. Ella me ha enseñado a amar. Y por eso al entonarla mi voz se hace sentimiento y se quiebra mi garganta porque es un puro lamento. No sé qué tiene el cantar de mis amadas folías. De mi amada, de mis amadas folías que me causan alegría y a un tiempo me hacen llorar. Me hacen llorar. No sé qué tiene el cantar de mis amadas folías.